Megan, wen hast du denn da eingeladen? Ich hab gehört. Ach ja. Was bedeutet dieser alte Dummkopf mir eigentlich so viel? Sie stand ja hier, aber diesmal werde ich sie mit Jessamine nicht ausfragen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Dishonored 2. Immer noch Wartungsarbeiten, aber alles fertig. Öl runterschleppen, Öl runterschleppen, fertig. Zwiebeln kaufen, erledigt. Wer schält sie? Hoffentlich nicht wir. Vielleicht sprechen Sie mit Hypatia, bevor wir aufbrechen. Sie hat eines der Zimmer genommen, nur für kurze Zeit, denke ich. Sie brauchte Abstand vom Addermeyer. Okay, mal gucken, wie lange, ob sie uns bis zum Ende begleitet. Das ist ja nicht so lange, ist ja maximal ein Monat. Dr. Hypatia scheint es besser zu gehen als beim ersten Mal. Als beim ersten Mal? Meinst du den ersten Spieldurchlauf, oder war das jetzt wirklich eine Anspielung darauf? Ja, beim ersten Mal ist sie gestorben. In der Hinsicht. Ach ja. Die Träume waren stärker. Ist das ein Zeichen von Erholung? Oh, Sie sind es. Ja. Bleiben und da Sie ist jetzt noch zu. Kurz hier. Aha. Weil wir die Tür geöffnet haben, so hängt das zusammen. Also hätten wir die Tür hier nicht aufgemacht. Zu Beginn dann. Ah, das ist ja cool. Das ist ja toll, dass das auch so zusammenhängt. Hätten wir beim ersten Betreten des der Dreadful Whale hier nicht das Brett entfernt, die Bretter, und die blockierte Tür geöffnet, dann würde sie jetzt gar nicht hier sein können, weil wir keinen Platz hätten. Das ist toll, eine extreme Kleinigkeit, aber echt toll. Ihre Notizen, also sie hat sich ja schon ganz gemütlich eingerichtet, oder ihr wurde erst gemütlich eingerichtet, haben sie sogar einen Koffer mitgebracht und Musik und Tinkturen, boah, aber wir haben ja genug. 10 von 10 und das bei beiden. Na komm, was hast du denn zu sagen? Sorgen, Kummer, wir können es verstehen. Hypatia, woran erinnern Sie sich? Ich suche Anton Sokolov. Er kann möglicherweise aufdecken, was der Herzog plant. Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft. Der Herzog ist eng mit seinem Großerfinder Kirin Jindosch im Bunde. Der hat den Charme einer schwarzen Witwe. Er verehrt und hasst Sokolov zugleich. Wir waren bei Aramis Stilton. Er ist nett. Aber es ist etwas Schlimmes passiert. Nur Erinnerungsfetzen. Tut mir leid. Cover. Ruhen Sie sich jetzt aus. Vielleicht hilft uns etwas davon weiter. Ich hoffe es. Ich weiß zwar nicht genau, was Sie für mich getan haben, aber ich schulde Ihnen was für die Hilfe im Addermeyer. Danke. Das reicht im Grunde schon, aber wir nehmen auch gerne irgendwelche Erfindungen an. Zum Beispiel mehr Betäubungsbolzen. Tragetaschen. So, jetzt ist Ruhe. Oh Mann, 6 Stück. 5? Ne, 6. Dr. Hypatias Notizen. Na, von Sokolov bekommen wir dann die roten. Ich bin mal so frei. Auf einem Schiff mit Freunden, denke ich. Ich habe geschlafen. Zum Glück ohne die üblichen Albträume. Vielleicht tut mir die Seeluft gut. Captain Megan Foster hat mir vorhin etwas Tee gebracht. Eine interessante Frau. Sie scheint zu verstehen. Meine zerrissenen Erinnerungen und das Grauen, das sie begleitet. Sobald ich wieder auf den Beinen bin, muss ich zurück ins Addermeyer. Die letzten Wochen sind so verschwommen. Was habe ich erreicht? Was ist mit meiner Forschung zum schwarzen Husten? Meine Arbeit ist so einfach entgleist. Ich schließe daraus, dass ich einen kompletten Zusammenbruch erlitten habe. Ich brauche Zeit, um mich zu erholen. Mal gucken, was ihr noch so in den Sinn kommt. Was ist denn das für Tee? Pfannkuchentee? Sie hat sich aber schon etwas mitgebracht, aber der Koffer ist leer, hat sie sich irgendwie eingerichtet, also die Kleidung kann man da drin lassen, aber wo ist die hier? Naja, wollen wir mal nicht so neugierig sein, die Tür lassen wir offen, die war schon offen, vielleicht braucht sie einfach das Gefühl der nicht kompletten Einengung. Oh. Sie ist schon wieder da hinten. Bei Boach.
Nee. Wird noch nichts Neues unten zum Einsammeln geben. Aber ich schau mal nach. Aufgemacht. Ramsay und der Kronmeuchler. Zwei Teile des Puzzles. Mehr werden folgen. Ja, Fortsetzung folgt. Und damit bis zum nächsten Mal. Natürlich nicht. Macht's gut. Und bleibt hier. Ein Vortrag über Blutfieber. Mhm. Hat das Hypatia mitgebracht? Das ist neu. Botanik und Krankheiten. Was? Corvo, willst du uns gerade was schmackhaft machen? Das Buch da? Können wir das Bild nicht einsacken und verkaufen? Hier liegt nichts Neues rum, aber... Oh. Bringe das Kurbelrad an, okay. Das werde ich machen. Das ist auch wieder optional. Das wird dann wieder irgendeine Bewandtnis haben. Jetzt drehen wir mal. Das Wasser? Aha. Okay. Drehe das Wasser ab. Haben wir doch gemacht. Ach nee. Beiboot noch, hä? Erstmal nachschauen. Gibt's hier noch was? Oh, das wird auch irgendeine Bedeutung haben. Das finde ich jetzt aber interessant. Also hier läuft jetzt nichts mehr aus. Kein Kühlwasser mehr. Mir zeigt jetzt nichts weiter an, was ich hier machen könnte. Ich schau mal kurz nach. Missionshinweise. Du hast keine Missionshinweise. Ziele. Finde das Kurbelrad. Bringe das Kurbelrad an. Drehe das Wasser ab. Bin ich mal gespannt, was das noch für eine Bedeutung hat. Mit Sokolov? Den Kirin werden wir uns nicht hierher holen. Vielleicht mit Aramis Stilton? Nee, oh, das wäre schön, wenn man den auch befreien könnte aus seiner Lage oder ihm einfach helfen könnte, wenn wir ihn mitnehmen könnten. Wäre ja nett. Bin ich mal gespannt. Wird auf jeden Fall noch eine Bedeutung haben. Hoffentlich lässt deine Freundin das Boot heil, während wir weg sind. Bereit? Tja, vielleicht haut sie ab. Bereut, ja. Wir sollten aufbrechen. Also gut, los geht's. Ich bin mal gespannt. Die mechanischen Soldaten, das wird ein Spaß werden. Das Maschinenhaus. Anton Sokolov wird im Anwesen von Kirin Jendosh gefangen gehalten, dem Großerfinder des Herzogs und Schöpfer der mechanischen Soldaten. Begib dich hinein, rette Sokolov und eliminiere Jendosh, bevor er eine Armee mechanischer Soldaten baut. Wir werden ihn wieder bloßstellen. Aber so richtig schön. Jendosh ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen und schikaniert Leute, die verdächtig aussehen. Wir nicht. Und angeblich wird der Zugang zur Bahnstation durch eine Lichtwand versperrt. Ja, aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Ja, ist aber schon lang her. Gut. 15 Jahre, Sie die Lichtwand, dann fahren Sie mit dem Wagen zu Jindoshs Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Bis später also. Corvo, kümmern Sie sich um diesen Verrückten und bringen Sie Sokolov zurück. Er bedeutet mir viel. Hätten wir machen, uns bedeutet er ja auch was. Auch wenn der uns zu Beginn unserer Bekanntschaft nicht so ganz geheuer war. Aber er bereut ja sein Tun und Machen von damals, das wissen wir schon. Woher ich das weiß? Keine Ahnung. Wisst ihr's? Gab's hier noch was zum Einsammeln? Das so? Ein Gesundheitselixier. Wir sind ja voll. Das ist blöde. Ich habe viel zu kleine Taschen, wie eigentlich immer so nach einer gewissen Spielzeit in jedem Spiel. Ich sammle eben so gerne und ich bin auch immer so gerne sparsam mit den ganzen Sachen. Da habe ich schon was leuchten sehen. Kupferdraht. Nix. Ich wollte eigentlich das Klemmbrett mitnehmen. Man kann immer eins gebrauchen.
Das ist aber ein schickes Tuch. Ein Getriebe. Ein Schraubstock. Oh, verarbeitetes kostbar, kostbar, kostbar. Habe ich beim letzten Mal in diese Ecke geguckt, also hier liegt bestimmt nichts. Aha. Tyvianisches Erz, war ich hier damals drin? Ich weiß es nicht. Ich glaube nein, aber es muss nichts heißen. Es leuchtet so schön blau. Hier spricht der Herzog. Ich hatte gerade einen Traum. Glückwunsch. Eine furchtbare rote Welle erhob sich im Meer und rollte auf Karnaca zu. Ich schrie und fiel aus dem Bett. Das wissen nur wenige, aber vor Seereisen habe ich Angst. Die sind unnatürlich. Der Ozean ist eine bösartige Kraft. Er macht uns verrückt oder zieht uns in die Tiefe, wo unsere Haut und Organe zu Gelee werden und die Knochen im Schlamm liegen. Den armen Idioten, die auf den Gewässern arbeiten, wünsche ich viel Glück. Aber sonst geht's dir gut. Der Kronos ist ein Land voller hoher Bäume, tosender Winde und tiefer Silberbergwerke. Überlass den Ozean denen, die keine andere Wahl haben. Nett. Das wird jetzt auch wieder was, hier durchzukommen. Aber erstmal bloß menschliche Gegenstücke, keine mechanischen. Wie blöd. Warum kann ich nicht meine Mir fällt gerade ein, das Gesundheitselixier. Ich hätte mir ja eins gönnen können. Nochmal Zeug. Das war da hinten. Dum, 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 dum. Aber gerade nochmal rechtzeitig dran gedacht. Dum, di, dum, dum. Meins. So. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt ärgere ich mich auch nicht mehr. Im späteren Verlauf, wenn ich dann später bemerkt hätte, oh, ja, ich war nicht ganz gesund. Hier spricht der Herzog von Zerkonos. Ich hatte einen Albtraum. Sollte das sein? Ich hole morgen Zigarren. Ich will Ulanten sagen, unsere Brücken würden zerfallen. Dieser blöde Abela, ey. Ist mir nicht ganz geheuer. Ja, das will ich haben. Die Leute würden unsere Städte verlassen. Ich nicht genug Sorgen hätte. Ach, das ist ein Hörpaar. Oh, die kommen jetzt hierher. Haben minimales Problem. Die werden jetzt hierher kommen. Da darf ich nicht hoch. Oh. Oh. Wir sind zu kurz geraten. So, hier hinten ist alles andere als verkehrt. Er kommt wirklich hier runter. Aber gut, dass ich ihn da hingelockt habe. Denn so kann ich ihn jetzt abgreifen. Und zwar ganz einfach. Den Feind bis zum letzten Tropfen aus. Danach frag mich, wer kommt das war. Nichts. Schreib das auf Grabstein. Hey, du willst doch nicht etwa weggehen, oder? Komm mal mit. Hat leider nichts dabei, was wir mitnehmen können. Dann kommst du jetzt da ein. So. Hier oben würde ich hoffentlich erstmal keiner finden. Also man muss eher etwas unterhalb zielen. Keine Ahnung, was das war. Was? Oh! Hey, stimmt was nicht? Das ist... Wie viel hat denn jetzt mitgebracht? Ja. Ah, es sind zwei. Ah, oh, jetzt wäre Domino gar nicht so verkehrt gewesen. Ich frag mich, was das wohl war. Aber er bleibt jetzt alleine hier. Irgendwann. Nee. Glaub nicht. Aber toll, es sind schon zwei hier weg. Hat er jetzt gerade hier drüben jemanden also hat er ihn gesehen? Der eine Herr? Hä?
Was knarzt hier so? Fällt dir gleich die Wand um? Oder stürzt das hier ein? Fände ich nicht so toll. Hoppa. Das ist ein Zivilist. Um den müssen wir uns keine Gedanken machen. Zwei Münzen für diese Plörre? Jetzt nicht mehr, danke. Hey, ich muss da oben rein. Dazu muss ich auf die Lampe. Boah, schöne Farbgebung. Und echt tolle Bäume. So groß. Diese Stadt. Genau mein Ding. War das hier nicht das Fallenzimmer? Oder kommt das noch? Das ist nichts zum Einsammeln, okay. Wirkt ja fast schon so. Flüstern aus dem Nichts von... von ihm. Von Mulani. Ich muss ja... Wir haben ja niemanden umgebracht, von daher gar nicht so schlimm. Die zwei. Gab's da noch was zum Scrollen? Ja. Ich werde gleich mal wieder mehr Acht geben auf das, was uns umbringen könnte. Das war dann erst später. Tja, was sagst du denn dazu, dass wir Hypatia gerettet haben? Lieber Herr Outsider. Hä? Ich erzähle dir eine Geschichte über Kirin Jindosh, eine Koryphäe aus Kanaka. Autodidakt, gepriesen von der Akademie der Naturphilosophie als Genie, das Sokolov überflügeln und eine Ära der Erkenntnis einläuten würde. Aber nur zwei Jahre danach wurde er für immer aus der Akademie verbannt. Aus bis heute unbekannten Gründen. Nicht bestimmt am Charakter. Als sie ihn ausließen, hinterließ er eine Maschine, die Meerwasser trank. Und mit ihrer Musik Menschen zum Weinen brachte. Oder dann war das der Grund. Sie nahm sie auseinander. Seitdem funktioniert sie nicht mehr. Man möchte uns damit sagen, dass er... Das war ganz schön laut. Dass er ein Genie seiner Zeit sein soll. Kenne ich diesen Ort? Kann ich Wissen anbieten? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich müde bin. Mehr nicht. Und wir sehen uns mal wieder nicht im Spiegel. Hallo. Ich höre schon wieder Blut fliegen. Gibt's hier noch was? Aber dürfte eigentlich nicht. Ein Bild wird hier wohl nicht hängen. Der Schrein sieht schon wieder aus. Nee. Da mal kurz nachgeschaut. Alles voll mit Blutfliegen. Ich hätte auch gerade einen anderen... Nee. Nicht weggehen können. Haben wir hier was, was brennen könnte? Hier sind auf jeden Fall keine Leute, die uns entdecken könnten. Was würde ich denn als nächstes anvisieren wollen? Rune? Das Knochenartefakt. Was ist denn los, ihr kleinen Stecher? Ich habe dennoch das Gefühl, dass Emily schneller schlägt, weil sie jünger ist. Haut's ab. Beep. Das sieht wieder aus, ey. Oh, Mann. Hauptsache, wir schlagen uns nicht selbst. Leider nichts zum Einsammeln. Keine Blutsteine. Wollte schon sagen, braucht sie einen Schlüssel dafür, weil es ging erst gar nicht auf, aber... Nein, dem ist nicht so. Messzylinder, sonst nix. Ach so, das schwarze Knochenartefakt. Keine Karte, ein Bild. Da ist so. Und da ist das Treppenhaus. Dann schaue ich bei dem Herrn hier gleich nochmal vorbei.
einen Bauplan. Oh! Kampfbetäubungsbolzen, Formel. Das kommt mir sehr neu vor. Habe ich das damals nicht eingesammelt? Also so die Details, so ein Detail, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Aber toll, halt. Endlich was für die Betäubungsbolzen gefunden. Ich glaube, ihm geht's nicht mehr so gut. Sind das Betäubungsbolzen? Ja. Ah. Das ist so ein Blutfliegen-Schützer, hä? Oder einer, der es werden wollte. Na gut, dann haben wir hier alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Und dann machen wir damit einfach in der nächsten Folge weiter. Ja, ich weiß. Ich habe das Gefühl auch, obwohl das Gefühl habe ich nicht nur bei diesem Spiel, das habe ich eigentlich immer. Die Folgen vergehen immer wie im Flug, wie immer mit den schönen Sachen. Mit all den schönen Spielen. Der Kronmeuchler. Naja, also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.